Genau. Also da muss Danach. man immer gucken, was ist Mittel zum Zweck und was ist vielleicht eine kurzfristige Geschichte und was soll aber das endliche Bild oder wo geht's hin? Also da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Das muss man sich genauer angucken, um das wirklich beurteilen zu können. Das kann ich in diesem Fall jetzt nicht. Also vielleicht ist es nur ein Mittel zum Zweck, um woanders hinzukommen. Ja, mag sein. Ich sage gar nichts mehr. Ich beantworte Dana Ditzels Frage. Was haltet ihr von Abkau- und Flexionsübungen vor dem Reiten? Wenn du weißt, was du da tust und die Notwendigkeit beim Pferd dafür besteht, ist das Das eine hilft. großartige Geschichte. Ja.